Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World 96. Nachdem was alles in der letzten Folge mit Zoe passiert ist, checkt's aus, falls ihr es auschecken wollt und noch nicht habt, wenn ihr das möchtet, natürlich, ganz ungezwungen, ne? Aber ich muss sagen, es könnte halt der wichtigste, also die beiden wichtigsten Parts sein vor dem Hauptende, sage ich mal. Und deswegen so wollte ich das einfach mal erwähnen, nur dass ihr da Bescheid wisst. Für alle, die es interessiert. Und weil wie gesagt, Zoe ist ja, wie wir gesehen haben, der Main Character von allen. So abgesehen von, also vielleicht sogar noch mehr als wir. Und deswegen so wollte ich das jetzt einfach erwähnen. Man merkt ja auch, wir haben sie auf 100% und ist ja auch wichtig, dieses Dokument, was wir gesehen haben von ihr in der letzten Folge zum Beispiel. Oder auch die Informationen, die wir durch die letzte Folge erfahren haben oder auch generell durch die Szene da mit Zoe oder die Szenen mit Zoe, also ja, ganz, also die letzten Szenen mit Zoe, die vorher, die waren ja nicht unbedingt alle wichtig, aber die letzten, die wir gesehen haben mit ihr, das letzte, was wir mit ihr zu tun haben, ist ja wichtig, genauso wie auch diese Folge, falls sie denn noch da ist oder uns mal wieder verarscht hat. Mal schauen. Der Truck ist reingerammt. Sie ist noch da. Sie hat ja versprochen gehalten, aber wobei sie das erste Mal uns ja auch nicht verraten hat, sozusagen. Komm, komm, komm. Zoe? Okay. Shit, shit, shit. Nur Probleme, wie in Real Life. Deswegen talk ich doch. Scheiße. Okay, ja. Ja. Vielleicht sollte sie mir helfen. Ja, ich versuch's ja. Aber ich komme nicht zurück. Oh. Hier war was. Schnell. Komm, komm, komm. Ich hoffe, ich war nicht zu langsam. Da, sorry. Scheiße. Shit, 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 shit. White door, white door, white door. Ich hab sie. Ich hab sie, Zoe. Mach sie auf, schnell. Ja, ist egal. Wir schaffen das. Hoffentlich. Wir können schaffen. Und wir müssen rennen. Hier, ich bin krass. Los. Ja, ja, komm. Los, los, los. Fuck. Okay. Yo. No. Was mache ich? Ich kann nicht. Das ist zu wichtig. Nur für dich. Renn! Du schaffst es. Du alleine musst schaffen. Yes, you might lose your life along the way. But for each person that falls, another rises up. Okay. Ordentlich was am Abgehen, aber wir sind noch nicht ganz durch, auch wenn das natürlich ein mal anderes Ende The war. trick is to keep moving forward. Das stimmt. Ja, warum habe ich die Entscheidung getroffen?
Weil es halt wichtig ist für die Story, sie darf nicht sterben, weil, also, sie hat halt die wichtigen Informationen, sie könnte halt die ganz Patria retten. Und das ist halt wichtig, so zu sehen, wie geht es weiter mit der ganzen Story und was macht sie draus, und auch was passiert jetzt als nächstes. Wir sind gestorben, aber den Preis war ich bereit zu zahlen. Und ob ich es im Real Life gemacht hätte, eher weniger, bin ich ganz ehrlich. In Real Life hätte ich sie wahrscheinlich im Stich gelassen und wäre abgehauen. Andererseits, bei wenigen Menschen, die mir was bedeuten, ja, vielleicht würde ich es für sie machen, vielleicht auch eher nicht. Das weiß ich halt nicht, ne? Um ehrlich zu sein. Ich bin auch froh, dass ich nie in Real Life so eine Situation hatte und vermutlich auch nie haben werde, deswegen, ja. Aber ich habe halt meine, aber ich habe halt an, dran gedacht, an die Story, ja. Und will halt auch hier nichts vorenthalten und will halt, dass man alles mitbekommt. Und ich hoffe, das schaffen wir auch. Wobei ich halt nicht weiß, wann es genau endet, wie viele Episoden wir noch machen werden. Aber es wird natürlich weitergehen. Das werde ich vielleicht auch schon am Ende der ersten Episode erwähnen sollen, falls ich das vergessen habe. Sorry. Und es wird weiter, noch weitergehen. Auch wenn das natürlich alles sehr, sehr wichtig war mit Zoe jetzt. Wir haben so viele Informationen gesammelt. Wir haben dieses wichtige Dokument gelesen. Und wir wissen jetzt halt auch, dass die Brigaden gar nicht hinter diesem Angriff stecken. Diesem großen Angriff vor 10 Jahren, wo Alex' leibliche Eltern vielleicht gestorben sind. Wo halt wo halt Johns Frau, ja, Ex-Frau oder Frau, also damals ja noch seine Frau oder Freundin oder was auch immer gestorben war, und ja, viele andere auch. Und ja, wir werden unter anderem natürlich auch ja, Jareds Tochter, also ja, viele Leute sind gestorben durch Tyrex Handeln, und ja. Oder halt seine, vielleicht nicht unbedingt durch sein Handeln, aber durch seine Entscheidung, das zu genehmigen, nicht nur zu genehmigen, sondern auch zu fordern. Und ja, ihn trifft natürlich die Hauptschuld daran, ob das, ja, wirklich das Karma ihn haunten wird. Wir werden es erfahren, oder ob die Brigaden weiterhin dafür hinhalten müssen, durch diese ganze Korruption, durch das ganze Heucheln, durch das ganze, den ganzen Mist, den sie abbekommen. Weil man sieht es bei John, er ist kein schlechter Typ, so klar, er mag am Anfang vielleicht bisschen, je nachdem, bisschen unusual wirken, bisschen strange, so, aber er ist kein schlechter Typ, so, er ist ein korrekter Dude auf jeden Fall. Und man sieht halt einfach, die Brigaden, die sind unschuldig, die werden für etwas herhalten, gezwungen herzuhalten, was sie nicht getan haben. Sie werden einfach schlecht geredet, was sie nicht sind. Und wer schlecht ist, ist natürlich Präsident Tyrek. Und ob wir ihn stürzen können, ob wir ihn erledigen können oder was auch immer, das erfahren wir hoffentlich bald in Zukunft. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch Spaß bis zu dem Punkt, und auch werdet weiterhin Spaß haben an dem Projekt. Mir macht es natürlich auch sehr Spaß und es lässt mich auch immer runterkommen, runterschalten. Es lässt mich einfach immer entspannen, dieses Spiel, und deswegen feiere ich es halt. Und es erinnert mich halt auch an Life is Strange, was ich halt auch gefühlt habe und gefeiert habe. Und ja, vielleicht bringe ich das auch irgendwann, auch wenn es halt schon, ja, die Teile, die ich habe, halt ein bisschen älter sind, aber vielleicht wäre das auch eine Idee, trotzdem zu bringen, weil Altes muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Und ja, mal schauen, ne? Werde allerdings keine falschen Versprechungen eingehen, und ich weiß auch nicht, wie das mit der Zeit in nächster Zeit sein wird. Deswegen, ja, kann ich nicht sagen, wie es aussehen wird. Und ja, ihr werdet es erfahren, und bleibt auch dran hier, weil, wie gesagt, es wird hier weitergehen. Wir sind noch nicht am Ende. Wenn wir am Ende sind, werde ich dazu was sagen, wenn wir halt das Ende der Hauptstory sehen. Allerdings merkt man das auch selber, weil dann rollen die Credits runter nachher. Und ja, wäre cool, wenn wir vorher wirklich jeden Charakter auf 100% haben, aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Ja, oder ob man dafür auch die richtigen Entscheidungen treffen muss und wir vielleicht ein paar falsche getroffen haben, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Deswegen, ja, werden wir das gemeinsam herausfinden. Und ja, ich bin gehypt auf die nächsten Folgen, ihr hoffentlich auch, und wir sehen uns vielleicht auch schon bald zu World 96 wieder.